So, meine Lieben, ich hoffe, euch geht es allen gut. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich dachte mir, dass ich euren Wunsch mal nachgehe, ein bisschen mehr Uni-Content zu machen. Und deswegen sitzen wir hier. Ich bin gerade noch in den Semesterferien. Ich komme jetzt ins vierte Semester. Für jeden, der so ein bisschen grob den Aufbau vom Medizinstudium kennt, weiß, okay, in dem vierten Semester schreibt man am Ende das Physikum. Das ist so das erste große Staatsexamen, wovor jeder Angst hat, wo, glaube ich, auch nochmal so richtig aussortiert wird. Ja, ich habe sehr viel Angst davor, bin ich ehrlich. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schlimmes Semester. Also wirklich, Leute, ich kriege echt eine Panik, wenn ich darüber nachdenke. Deswegen, ich hoffe, ich lebe das einfach durch und überlebe es am Ende. Und am besten bestehe ich diese M1-Prüfung auch. Es sind so alles quasi Synonyme. Also M1-Prüfung, das erste Staatsexamen oder Physikum. Ich glaube, Physikum ist so der alte Begriff und jetzt heißt es eigentlich M1-Prüfung. Und dann gibt es später noch M2- und M3-Prüfung und dann bist du quasi fertig. Auch das dauert noch ganz lange für mich. Ja, auf jeden Fall ist heute der 19. September. Und am 5.10. fangen bei mir wieder meine Vorlesungen an. Und ich glaube, am 18. oder sowas, irgendwas so in diesem Dreh, fangen dann wieder Seminare und Praktika und sowas an. In diesem Zeitraum dazwischen sind nicht nur Vorlesungen, sondern für ein paar tolle Studenten auch Nachprüfungen. Eigentlich sind die Prüfungen bei uns ja immer am Ende des Semesters. Aber wenn nur bei einer nicht erscheinen konntest, weil du irgendwie krank warst, oder wenn du eine nicht bestanden hast und jetzt den Zweitversuch in Anspruch nimmst, dann schreibst du in diesem Zeitraum die Prüfung nochmal nach. Und das gilt auch für mich. Ich habe eine Nachprüfung und ich muss auch noch drei Prüfungen im Erstversuch schreiben. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon einmal so richtig thematisiert habe. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Also ich muss Biochemie nachschreiben, da hat mir ein Punkt gefehlt. Und den einen Prüfungstag konnte ich leider nicht erscheinen. Das heißt, da muss ich Makro, Mikro und Psychologie schreiben. Generell, ich habe echt höchsten Respekt vor den Leuten, die jede Prüfung immer beim ersten Mal bestehen. Leute, ihr seid toll. Ja, aber am Ende schaffe ich es auch jedes Mal beim zweiten Versuch. Also, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich kein langsamer Lerner, aber ich glaube, ich hätte mir seit ersten Semester ein bisschen mehr in den Arsch treten müssen. Und ja, keine Ahnung. Nein, egal, wir sind jetzt hier, wo wir sind. Ich werde das auch noch irgendwie schaffen, alles. Und auf jeden Fall steht deswegen bei mir jetzt auch Lernen an. Auch schon seit ein paar Tagen, also schon länger. Ich bin am Anfang der Semesterferien so alten Stoff durchgegangen. Vor allem erstes Semester Psychologie auch komplett. Das ist irgendwie auch ganz toll. Genauso wie im vierten Semester, da lernst du Makro bei uns gar nichts Neues dazu. Sondern du schreibst einfach über alles, was du in den letzten Semestern gelernt hast. Eigentlich ganz nice, dass man nichts Neues lernen muss, aber irgendwie stresst mich das auch schon, wenn ich überlege, was das alles für Stoff ist, den man wissen muss. Ja, okay, das ist ein sehr langes Intro gewesen, I'm sorry. Ich sehe nicht immer so aus, ich habe einen Gerstenkorn und ich dachte mir so, Mensch, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, ich habe voll Lust zu filmen. Und dann dachte ich so, aber ich habe einen Gerstenkorn. Dann dachte ich, ja, nee, eigentlich ist es ja auch egal. Ich meine, jeder hat mal irgendwas, was nicht so hübsch aussieht. Ich habe ja auch so eine Creme bekommen, die ich mir noch in mein Auge schmieren muss. Oh, gleich sehe ich wieder nichts, weil das komplett über dem Auge verteilt ist. Das ist so von innen und außen. Und dann benutze ich noch Feuchtigkeit für meine Haut und lasse natürlich mein rechtes Auge so sehr großzügig aus. Dann mache ich gleich meinen Kaffee, dann setze ich mich an den Schreibtisch, fange schon an mit dem Lernen und meistens bin ich dann später in einem Café, mache dort weiter und dann besucht mich dann Günay da irgendwann und dann gehen wir spazieren und dann meistens kann ich in diesem Zuge auch schon ein Foto machen, also dass ich immer so ein bisschen Content parat habe. Wir fangen jetzt mal an. So Leute, das ist mein Outfit für heute. Hier müsst ihr euch dann noch Schuhe, also so hohe Stiefel vorstellen. Aber ich glaube, das sieht ganz süß aus, wenn ich dann noch einen Mantel drüber anhabe, Stiefel und ja, ich mag sowieso ganz viel Beinfreiheit, deswegen ist das perfekte Outfit für mich. Wir gehen jetzt endlich den Kaffee machen.
so mein Leben. Ich weiß nicht, inwiefern euch das interessiert, wie ich lerne. Ich glaube, einigen bestimmt. Aber ich kann euch trotzdem mal so den groben Aufbau zeigen. Ich komme jetzt mal extra ran, weil sonst sind da ganz viele Bilder, die ich, glaube ich, nicht zeigen darf. Ja, also hier, das ist gerade Thema Auge. Und dann alle Informationen schreibe ich halt einmal runter. Immer sehr schön chronologisch und übersichtlich wie möglich zu machen. Man sieht, das ist so meine größte Überschrift. Dann kommt meine Mini-Überschrift. Und die schreibe ich immer in Großbuchstaben. Und dann fängt es so an, das halt so aufzureihen. Ich muss sagen, diese Art gefällt mir echt richtig gut. Und ich glaube, dass ich mir das so auch am besten merken kann, weil ich dann halt diesen perfekten Aufbau so im Kopf habe. Und genau so das schreibe ich dann immer wieder runter und versuche ich halt auswendig zu lernen. Hier zum Beispiel Mundhöhle, dann Aufbau, dann kommen so die verschiedenen Sachen. Ja, hier Nerven, dann sensibel, motorisch. Wenn ihr wissen wollt, wie viel das so von dem Stoff ist, was ihr eigentlich lernen müsst. Es ist ein Witz, also das, was ihr gerade gesehen habt. Das ist Anatomie, Mikro, Makro, ist noch falsch beschriftet. Und das sind so die ganzen Oberordner für die Themen quasi bei mir. So Gefäßversorgung, Kopf, Kiefer, Mimik. Obwohl, das habe ich mittlerweile auch so ein bisschen hier mit drin. Boah, egal, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Organisieren, muss ich sagen. Und dann kommt da halt noch Physio zu, dann kommt da noch Biochemie zu. Und Leute, ich sag euch, der Stoff im dritten Semester ist echt geisteskrank viel. Genau, und dann kommt da noch Psychologie zu, ne? So Leute, es ist mittlerweile 10 Uhr, also ungefähr anderthalb Stunden später. Ich bin immer noch beim Auge, das ist echt viel. Irgendwie, wenn man jetzt noch mal mehr Zeit hat, macht man es irgendwie noch mal ausführlicher. Weil ich muss sagen, ich habe jedes Mal so Angst, dass ich so nicht ausführlich genug lerne. Aber irgendwie, man ist auch sich so unsicher, wie detailreich dann am Ende diese Frage halt ist. Ich denke mal, dass ich noch so anderthalb Stunden hier sitze. Dann werde ich, glaube ich, einmal mit Feli gehen. Dann gucke ich mal, wie lernmotiviert ich noch bin. Und dann gehe ich maybe in ein Café und lerne da weiter. Ich hoffe, ich sehe später auch Günay. Den habe ich schon Bescheid gesagt, ob er mich später im Café besuchen möchte. Dann können wir danach spazieren gehen. Vielleicht sehe ich Caro auch noch. Je nachdem, ob sie auch lernen muss. Uhr 34:35. Oh. Und ich habe eine Nachricht von Günay bekommen. Auf jeden Fall esse ich jetzt was, dann gehe ich mit Feli und Leute, was ich auch richtig gerne tue, so zwischendurch wieder meinen Schreibtisch aufräumen. Ich habe das Gefühl, dann ordnet sich mein Kopf auch einmal kurz neu. Also ein sehr einfaches Frühstück. Ich habe eigentlich gerade gar keine Lust, irgendwas Aufwendiges zu machen. Deswegen gibt es einfach nur Brot. Schaut mal, wer direkt kommt, wenn der Kühlschrank auf ist. Fix, du bist so ein Fly from Wow. Ja, komm, zeig dich mal, Fini. Komm her. Sieh mal. Ja, wir gehen gleich essen. Aber der kriegt die gar nicht auf. Na? Immer wenn Günay kommt, kriegt er immer so 3, 4. Ich drehe mal komplett an. Bei 1 soll er mal nur eine Hälfte bekommen. Nö, und wenn Günay da ist, kriegst du 10. Oh, sieh mal. Wollen wir jetzt schön Gassi gehen? Ja, okay. Er sagt ja. Wir gehen jetzt Gassi. Schaut mal Leute, Felix hat echt Probleme mittlerweile in seiner Hüfte. Und das bricht mir mein Herz und denke ich immer, dass es besser ist, wenn er nur eine kleine Strecke geht. Und er will halt eigentlich weiter, aber ich glaube, dass es seine Hüfte nicht mitmacht. Er guckt die ganze Zeit zurück, weil er will da weiter. Geht er schon wieder in die andere Richtung. Schau mal, Leute, ich schleppe immer mein Buch mit mir rum, weil ich denke, ich will es endlich anfangen, aber ich komme die ganze Zeit immer nicht dazu. Dann richtig wichtig momentan für mich, also im übertriebenen Sinne, meine Sonnenbrille, weil dann sieht nicht jeder mein Problem.
Meine Kamera habe ich immer mit. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, Leute. Gott, meine Stimme war gerade sehr hoch, sorry. Und zwar die Canon G7X und die ist so toll. Also jeder, der gerne Fotos macht, holt euch die, Leute, die ist echt toll. Ja, schau mal. Ich hole die ganze Zeit meine Hülle, damit dieses Display dann nicht so verkratzt. Habe ich so eine Hülle, wo ich das auch noch mal reinpacke. Mal wieder meinen blauen Mantel hier an. Ganz lange nicht angehabt. Oh, schaut mal, Leute. Sieht das nicht schön aus? So diese hellen Töne und dann so was Blaues dazu. Das finde ich ganz toll. Oh Leute, ich muss sagen, irgendwie finde ich das voll komisch, mit Sonnenbrille rumzulaufen, weil die Sonne halt irgendwie gar nicht scheint. Ich denke mir so, jeder, der mich anguckt, denkt sich so, okay, die hat irgendwie einen Knack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich glaube, deswegen trage ich auch nie Sonnenbrille, ich weiß es nicht. Naja, aber mein Auge glänzt so sehr. Also hier ist, glaube ich, so ein Weichzeichner drauf auf dieser Kamera, deswegen sieht man das jetzt nicht ganz so doll, aber das glänzt schon sehr. Also ich merke so richtig, wenn man mir so ins Gesicht guckt, dass die Leute, glaube ich, kurz so denken so, oh, was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Naja, ich fahre jetzt zu Günay, hole ihn ab und dann gehen wir spazieren. So, eine kleine Planänderung. Ich gehe jetzt nochmal zu Günay ins Büro und habe ein paar Sachen. Da spreche ich gerne einfach ein bisschen weiter. So, schaut mal, wer dabei ist. Hola, hola, como estás? Yo soy Cristiano Ronaldo. Okay. Lass mich mal fahren. Nein. So was mag meine Frau ja gar nicht mehr. Komm, Schatz. Hast du das Video gesehen, was ich geschickt habe? Entschuldigung. Entschuldigung. Mädels, lasst euch nichts gefallen. Wir fahren jetzt, ich weiß gar nicht, wo genau hin. Eppendorf in der Bude irgendwas. Und dann, hast du Lust auf Yomaro? Nee, hatte ich gestern schon. Ja, Leute, ich brauche auf jeden Fall was zu essen. Tibia? Na, Günay, erzähl. Hier vorne ist die? Der vordere Muskel ist die Tibia. Ja. Der hintere ist ein bisschen kleiner. Ist er wirklich hinten oder ist er seitlich? Ja, schon seitlich hinten, würde ich jetzt sagen. Also seitlich. Das ist der Femur. Ja. Femur. Ja. Ist der Humerus, Oberarm. Oberarmknochen. Ja. Humerus. Ja. Vom Hummer. Und dann gibt es hier noch zwei. Dann gibt es einmal die Ulna und den Radius. Ja. Sehr gut. Komm, und weißt du noch, wie das hier unten hieß? Ja, klar. Das ist der Costa. Ah, was sind die Costae? Der Kiefer, würde ich sagen. Das sind die Rippen. Das sind die Rippen. Und hier war, da hatte ich was mit einer Mandel gesagt als Hilfe. Mandilia. Mandibula. Echt gut. Haben wir zusammen im Pool in Cuxhaven gelernt. Ich schwöre, wenn ich das nächste Mal beim Arzt bin, ja, wenn ich da irgendwie Schmerzen habe, ja, ich glaube, ich habe da Schmerzen an der Fibula. Kennst du dieses TikTok? Auf jeden Fall spreche ich immer. Kennst du das? Hast du mir das mal geschickt? Und dann antwortest du, also du bist ja wirklich dann so ein Klugscheißer auch, ne? Und dann antwortet der Arzt, aber auch in Fachsprache und dann eher so, Scheiße. Kennst du das Video? Ich glaube, das war sogar ich in echt, das war kein Video. Nein, das gibt's auf jeden Fall, da gibt's ein Video zu. Ich habe sogar gegoogelt und bei Amos geschaut, was Gerstenkörner heißt, aber ich habe es wieder vergessen. Ich guck jetzt nochmal nach. Okay, das. Hordeolum. So, das ist ein Hordeolum. So Leute, Günay macht noch einmal ganz schnell ein Bild von mir und dann fahren wir auch nach Hause. Irgendwie hat mich das Bananenbrot nicht ganz satt gemacht. Ich fahre gleich noch einmal schnell zu meiner Omi. Also ich habe jetzt aufgegessen und habe gerade überlegt, dass ich Felix vielleicht auch mal zu meiner Oma nehme. Sie freut sich immer, wenn sie Feli sieht. So, Nils, ich habe ja gesagt, dass ich noch ein Video schneiden möchte. Es ist mittlerweile. Lass uns mal schauen. 21 Uhr 31. Ich kann euch das mal zeigen. Hier, aber auf jeden Fall ist es gerade der Kroatien-Blog.
Genau, und ich glaube, ich habe da echt viel aufgenommen. Ich glaube, das ist nice. Und ich wollte euch noch einmal die Bilder von vorhin zeigen. Die sind irgendwie voll cool geworden, fand ich. Schau mal, Leute, das sind die Bilder von vorhin. Noch voll schön, oder? Ja, Leute, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr dürft dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr irgendwie was wissen wollt, was fragen wollt, dann macht das auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich schaue da immer vorbei. Ich freue mich auch über jedes Kommentar. Und ja, bis dahin hoffe ich, dass es euch gut geht.